Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Promigeflüster und liebe Fans natürlich von den Jutzis. Wir sind wieder dabei beim Open Air der jungen Zillertaler und traditionsgemäß am Freitag gab es die Fanwanderung und wir sind wieder hier, wie vor zwei Jahren schon, an der Geisalm am Aachensee, wo nachher, wenn wir jetzt die Kamera mal mitkommt, nachher ab 14 Uhr von Radio U1 ein Bundesnachmittagsprogramm losgeht. Natürlich, wie kann es anders sein, auf der Bühne die jungen Zillertaler und sie starten mit einem Halleluja. Das ist auch der Titel der brandneuen CD, des brandneuen Albums, von dem wir bestimmt die nächsten Tage, solange wir hier sind, noch einiges hören werden. Schön, dass wir sie jetzt auch mal live auf Sendung haben bei Promigeflüster. Ja. Du singst von Sommersonne, Cabrio, am weißen Strand von San Angelo und, wenn wir jetzt aber rausschauen, es regnet. Also ich bin eigentlich berüchtigt dafür, dass egal auf welchem Open Air ich spiele, weil ich so viele Sommerlieder habe, dass es dann wirklich sich aufzieht und ein gutes Wetter ist. Ja. Aber irgendwie hat er das verwechselt, weil gestern Abend haben wir bei 29 Grad draußen gehockt. Und es ist schade, dass heute so ein Scheißwetter ist. Furchtbar. Du hattest vorher deinen Auftritt, hat glaube ich noch ein bisschen geregnet, jetzt mittlerweile hat es nachgelassen, oder? Genau, mittlerweile hat es nachgelassen, aber trotzdem, das Open-Air-Gelände ist High-Heels-tauglich und ich habe heute tatsächlich die Probe aufs Exempel gemacht. Okay, du bist mit High-Heels aufgetreten? Ja, ich bin mit High-Heels aufgetreten. Ja, das waren dann glaube ich schon so 11, 12 Zentimeter. Aber tatsächlich wieder mal viel zu hoch, deshalb habe ich bei den letzten zwei Melodien wieder mal die Schuhe ausgezogen, damit ich noch weiter nach vorne gehen kann und nicht durch das Nasse hinfallen. Vor 15 Jahren, wenn du dich zurückerinnerst, weißt du noch, wo er da war? Genau heute, vor 15 Jahren. So ungefähr.
Ja, begonnen haben wir, unsere Karriere hat begonnen, das weiß ich. Aber wo wir genau waren? Da war er schon mal bei den Jutzis. Ist das 15 Jahre her? Ja, das war am ersten Jahr. Aber da waren wir auf der Wiese drüben, gell? Wahnsinn, die Zeit vergeht. Genau. Das Open Air der jungen Zillertaler geht mit dem traditionsgemäßen Frühschoppen wieder zu Ende. Auf der Bühne stehen heute früh für den Radio ORF Tirol viele namhafte Musikkollegen, unter anderem die Grubertaler und natürlich Stefanie, die wir jetzt gerade im Hintergrund hören. Und natürlich die Jutzi selbst nochmal werden sich bei ihren Fans verabschieden und bedanken. Und wir sagen auch Dankeschön und wünschen den Jutzis wiederum alles, alles Gute und freuen uns natürlich auch schon auf das Jahr 2018.